Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5 Vengeance, Buch der Schöpfung mit mir, EF. Ich war am Überlegen, ob ich nochmal zur Quelle gehen soll, aber ich habe gerade Sachen eingesammelt. So, wir... Das ist nicht das so zum Aufsammeln. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ich habe keine Ahnung, wie ich vielleicht von hier aus einfach da hoch. Das wäre es ja. Nein, das ist es nicht. Wir gucken uns einfach ein bisschen um. Wir versuchen jetzt mal nicht gegen die Schildkröte anzukämpfen, weil wir wissen es ja, dass das... Okay, wir kriegen auf jeden Fall Damage ab. Wir wissen ja, dass die Schildkröte... Okay, ich kann die Angriffe der Gegner auch wegdrücken. Gut, dann ist das alles ein bisschen flotter von der Hand. Ufo mögt ihr alle nicht. Ich sollte den Sudama angreifen, weil er der höchstlevelige ist. Sag mal, bei mir ist die Mucke so ein bisschen leiser. Was war das? Ufo und Agi. Da habe ich aber nichts von. Deswegen kann der Sudama, also mein Sudama, den gegnerischen Sudama angreifen. Ufo, hier, hau drauf. Und Agi war es. Deswegen Maragi und alle verbrennen. Mehr oder weniger. Okay, dann kommen wir einfach drauf mit jedem. Fällt wieder ein, was ich gerade machen wollte, weil das habe ich letztes Mal schon vergessen. Anstatt rumzueiern und nicht zu wissen, was ich machen soll für die nächsten paar Minuten, damit die Folge voll wird, hätte ich zur Seejungfrau gehen können und die Quest abgeben können. Und das hätte ich jetzt auch machen können, aber habe ich jetzt vergessen. Deswegen gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um und dann gehen wir die Quest abgeben. Maragi. Hau drauf. Vielleicht kriegen wir den auch noch down. Ein Udama hier. Gerade so. Kopfschlitter. Vergiss immer, dass das Kraft hier so nicht bindt. Hier komme ich nicht hoch. Lass mir das. Schildkröte lassen wir mal. Hier ist ein Item. Oder ein Gegner. Aber solange das ein Mitama ist, ist das mir egal. Finde ich sogar gut. Ein Fernrohr. Was hast du? Du hast Hammer. Hammer irgendwie. Hier haben wir. Wir haben Hammer. Hammer haben wir. Ein Grimoire. Das erhöht das Level der Dämonen. Guck mal das Item hier. Na ja, kommt doch her. Gegner, die auf mich zulaufen, die hau ich immer zu Klump. Weil die geben Erfahrungspunkte. Was ist deine Schwäche? Deine Schwäche ist Zio. Habe ich jetzt nicht mit ihm. Er macht Hubschuss. Okay, er ist erblindet. Ufo. Dann muss ich nur noch irgendwie Zio mir aus den Rippen ziehen. Mit irgendwem. Das ist auch mit Zio. Okay. Und keiner. Nein, Regen. Okay. Der nächste Gegner. Ne? Wieso nicht? Okay, eine Pixie. Okay. Das ist ja ein Witz. Das ist nicht ein Anfangsgegner. Was ist die Schwach gegen Mudo? Ach komm, kommen wir einfach nochmal drauf. Ufo. Wie teuer ist Maragi? Maragi ist genauso teuer wie Trugschuss, deswegen könnte ich eigentlich Maragi einsetzen, damit die, oder auch nicht, die Pixie auch stirbt. Ist sie leider nicht. So, Level Up für den Nahubino. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Level ich damals war, als ich zum Engel gegangen bin. Vielleicht war einer was gespoilert, mehr oder weniger. Geh mal in Beweglichkeit. Nehme ich den Ort, wo wir eigentlich als nächstes hingehen wollen.
Okay, ich wollte hier hoch. Kann ich hier noch rein? Kann ich nicht. Oh, hallo, moin. Bitte lass den Gegner nicht anfangen. Danke. Uhu, was ist deine Schwäche? Deine Wäsche ist... Wäsche. Deine Wäsche. Deine Schwäche. Sun. Kann der Sudama auch mal was machen? Uhu. Hast du was gegen Agi? Nein, hast du nicht. Deswegen kann ich auch mal Ragi einsetzen. Und der Schwäche ist immer noch Zahn und nur Zahn. Aber wir können auch ganz normal draufklappen, dann bist du auch tot. Noch einer. Das, also, was ist denn jetzt los? Die Peters, die lassen wir mal komplett in Ruhe. Obwohl, vielleicht. Die sind schwach gegen Zahn. Aber dann wiederum, wenn ich mal Zahn einsetze, das wäre doof. Weil die Sudamas halten das aus. Aber Maragi zum Beispiel mögt ihr alle nicht. Wir hauen auf jeden Fall erstmal den zu Klum. Und wir haben nicht so viel MP, sonst hätte ich jetzt 17 Welle eingesetzt und dann hätte ich alle beide gleichzeitig besiegt, aber da die einfach nichts aushalten, kann ich auch ganz normal draufhauen. Darf ich jetzt hoch? Oder kommt da noch wer? Meine Fresse. Nicht mal eine Treppe hochgehen darf man. Mir fehlt so wirklich der... Komm ich von hier hoch? Auf jeden Fall kommt der Gegner an. Mir fehlt so ein bisschen der Doppelsprung. Danke, dass das daneben geht. Ich glaube, der Vogel... Nein, der Vogel ist nicht ein... ist keine Level höher. Was ist denn Schwäche? Agi. Die Schwäche vom Vogel ist Zio. Ja, okay, dann greife ich den Vogel an. Dann ist euch beiden egal. Deswegen hau ich drauf. Schwäche ist Agi. Dann hau drauf. Flugschuss. Wunderherrlich. Muss wahrscheinlich über die Dingens, über die Brücke dahin. Ja, wir wollen, glaube ich, zu den Abzess als nächstes, weil der ergibt uns weitere Wunder. Auf den da drauf. Nochmal Biki. Nein, ich möchte gerade Zio. Aber auch nur Zio, ne? Okay. Na, dann hau drauf. Zio haben wir aber auch mit den Arubino. Wie resistent. Ich dachte, deine Schwäche. Ach, deine Schwäche ist Stunt und. So, ein kompletter Müll. Mal reden, hoffentlich kriegen wir einen Tod. Ja, danke. Schwäche ist Zio. Ja, deine Schwäche ist auch Zio. Ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Wollte. Erstmal die Sudamas besiegen. Deine Schwäche war Agi. Ja, da hau einfach ganz nochmal drauf. Schwäche war Agi, deswegen Maragi. Warte, ist deine Schwäche auch Agi? Ja, natürlich. Weil es so ein Pappding ist. Vergesst das andauernd, dass deine Schwäche auch Agi ist. Itzewelle, wenn ich beide treffe, und Maragi, wenn beide weg sind. Okay, Level up für zwei Horn. Gelernt. Bestienauge. Das sieht lecker aus. Bestienauge ist nicht lecker. Was isst man nicht? Hier sind Leute irgendwo. Hier in der Pampa, da oben. Aber hier ist auch irgendwo so ein Ding. Aber da komme ich wahrscheinlich anders. Wie hin?
Würde vielleicht nicht laufen. Sagt ihr auch, läuft weiter. Hallo Andras. Du bist so ein Andras-Dämon, ne? Das ist ein Menschen. Ah, er ist wohl diesen Engel in die Hände gefallen. Ja, hier wirst du nicht fündig. An dieser Stelle würde ich es in den Bergen versuchen. Aber dass ein Engel einen Menschen entführt, das ist merkwürdig. Meinst du, die Engel haben vielleicht Menschenfleisch auf der Speisekarte? Jo. Ganz bestimmt. Hallo, du komisches Ding. Es muss erst mal 20 Jahre her sein. Da wurde hier alles komplett zerstört. Ich hatte sich zusammengefaltet oben, war unten, Ost war West, das ganze Chaos. Komm ich von hier aus da hoch? Ja. Ja, das hat ja gut funktioniert. Wie gesagt, ein Doppelsprung wäre was Feines. Oder dass er sich zumindest an Kanten festhalten kann, die nicht rot markiert sind. Das wäre auch vielleicht was Feines. Warte, hier geht's noch irgendwo in ein Loch. Irgendwo. Ah, hier. Da sind nämlich auch Leute. War hier nicht mal eine Quest oder so? Ich kann mich dran erinnern. Hallo, Kurupukur oder so heißt du. Oder Ketchi. Wahrscheinlich. Was schätze angeht, sind diese Fischketten ganz oben mit dabei. Allein ihr Blick für unzählige Erinnerungen an ihren köstlichen Geschmack. Ah, so wohlschmeckend, ich habe noch nie ein so köstliches Essen verspeist. Als ob, schinkende alte Knochen gibt es überall. Wenn du Schätze willst, dann schau dir diesen streng limitierten D51 Gedächtnisteller an. Das unter den großen Dampflokomotiven sticht die D51 heraus. Ein Liga für sich. Oh, ihr Jungspunde, habt kein Gespür für Praktizismus. Schaut euch mal diesen riesigen Festwurzelblatt an. Das ist ein Schatz, jawohl. Seht ihr, wie ein Stiel schimmert? Außerdem ist er robust, flexibel und vor allem sehr leicht einzusetzen. Yep. Habe ich immer an meiner Seite. Also ich habe noch gehört, dass jemand da seinen Schatz als praktikabel beschreibt. Dann hält das Ding nicht mehr lange, wenn du weiter so damit umgehst. Ihr habt ganz recht, Schätze, sollte immer gut verstaut sein. Diese Grünschnäbel haben ja keine Ahnung. Oh, wirf mal einen Blick auf meine Festwurzelblatt. Du bist ein Schatz, da hast du einen. Schimmernder Stiel und es ist so flexibel und doch robust, wahrhaftig das beste Blatt, das ich je gesehen habe. Nicht nur das, es ist auch überaus praktisch. Ja, mein Schatz ist immer an meiner Seite. Du hast sicher nichts, das man damit vergleichen könnte. Es sei denn, du hast zufällig ein altes Baumaterial in deinem Besitz. Oh, wirf mal. Okay. Altes Baumaterial. Herr Schatz der Welt, könnte es mit meinem streng limitierten D51 Gedächtnisteller aufnehmen. Da stimmst du doch zu, oder? Die D51 ist die Königin der Dampflokomotiven. Jeder wahre Fan würde sofort mindestens 5000 Marker hierfür hinblättern. Ein Dämon braucht einen Schatz, habe ich recht, was ist deiner? Das Einzige, was mein Teller in den Schatten stellen könnte, wäre eine Modulspielekonsole. Die sind heutzutage total selten. Okay, ich habe kein Spielmodul. Spielemaschine. Ja. Was Schätze angeht, sind diese Fischkritten ganz oben mit dabei, weißt du nicht? Allein ihr Anblick weckt unzählige Erinnerungen an ihren köstlichen Geschmack. Ah, so wohlschmeckend. Ich habe noch nie ein so köstliches Essen verspeist. Deshalb habe ich auch immer welche dabei, egal wo ich bin. Jeder Dämon braucht einen Schatz, verstehst du? Aber mein Schatz ist einfach unvergleichlich. Wenn ihr irgendetwas übertreffen könnte, dann wohl eine Limonade. Der süße, zuckrige, leicht säuerliche Geschmack übersteigt selbst meinen Fisch um Längen. Was, du hast eine Dose dabei? Bitte zeig sie mir. Oh, wie wunderschön, zylindrisch, wie schwer sie in der Hand liegt. Lass mich besiegt, nimm dies als Zeichen deines Sieges. Das erhalten einen Ochsenbesor. Wait. Ein was? Kann ich hier... Ne, das wäre auch mein Boot, wenn ich hier runterspringen würde. Hier ist einfach nichts. Wir sind nur die Schatzmeister, die Schätze miteinander vergleichen. Dann gehen wir mal zu dem... Ist er? Da ist er, ich sehe ihn schon. Obwohl, sollte ich mich vorher heilen? Na, heilen, schmalen, sage ich immer. Was waren das für Viecher? Keine Ahnung. Aber da ist ein Ipundatara. Das ist der Abszess von... Ja, von hier. Ich glaube, Buch ist seine Schwäche, weil Agi ist seine Stärke. Ne, vielleicht Gefahren. Oder Hammer. Ja, du bist, glaube ich, ein Finsternis-Dämon. Ja, Hammer, magst du nicht. Ich probiere mal Typus. Da ist er resistent gegen, aber wenigstens ist er vernebelt.
Also seine Schwäche ist jetzt Hammer erstmal. Dann noch Zio. Nur Hammer. Daneben. Ja, danke. Was haben wir noch nicht ausprobiert? Wir haben noch nicht physisch angegriffen und Mudo. Ich denke mal, wenn seine Schwäche Hammer ist, wird seine Stärke Mudo sein. Deswegen will ich gar nicht mit Mudo angreifen, sondern mit Hammer. Ich habe keine MP mehr mit meinem Erzengel. Das ist ein bisschen doof. Okay, hau drauf. Nächste Welle. Das hat wirklich schon der Rubino abbekommen. Ist ja unehrlich. Muss ich wen heilen? Ich wirklich, ich hau drauf. Hammer. Kannst jetzt auch wieder Hammer einsetzen. Unehrlich. Das war ziemlich easy. Verstehungsperle und Chakra-Tropfen. Unbeugsamer Wille, Vergeltung, tödliche Aura 1, unvergesslich und Panoptes. Panoptes? Was ist das für ein Wort? Okay, dann gucke ich mir ja nochmal hier alles an. Dann. Ich habe mit einem Dämon da nicht geredet, aber das ist ja dann am Ende des Tages egal. Versuchen wir auf die Brücke zu kommen. Von hier aus. Haut's mir aus. Aber hier ist noch so ein Ding. Das ist aus einem Automaten. Da speichere ich, weil finde ich jetzt einfach mal sicherer, weil ich keine Ahnung habe, was hier ist. Außer eine Quest. Was ist die Dämonenkiste? Was zum Fick bist du? Bau erstmal dein Zeug. Yummy Yummy Essence. Das ist nochmal ein Yummy Yummy. Chakra-Tropfen. Habe ich ein Yummy Yummy? Eine Katze hat mich übrigens erschrocken, als ich das Vieh gesehen habe. Da hat die im Hintergrund, also hinter mir, irgendwie Sachen gemacht. Hallo, du komisches, sehr fallisches Etwas. Ein Dämon wie dich habe ich noch nie gesehen. Ein Dämon wie dich habe ich noch nie gesehen. Ich bin nur zu Chi. Der weiseste aller Dämonen. Ob Folianten aus Indien oder Bücher aus China. Ich habe sie alle gelesen. Aber ich habe noch nie etwas über einen Dämon wie dich gehört. Kennst du vielleicht Geheimnisse, die sogar ich nicht kenne? Ah, bitte. Du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass du mehr weißt als ich. Nee, das glaube ich nicht. Mal sehen, wie viel du über die Lehren Buddhas weißt. Bitte überprüfen, wie viel du über die Wege des Buddhismus weißt. Du musst meine Fragen nur beantworten, wenn du kannst. Okay. Bestialischer Wettstreit hieß das, glaube ich. Hier ist ein Rätsel. Ich habe 3 Tage darüber gebrütet. Versuchst du es zu lösen? Der Weg, den du gegangen bist, führt nicht mehr weiter. Welchen Weg nimmst du für deine Rückkehr? Ein ausgetretener Weg, ein Lernweg, ein Wanderweg. Der Weg, den du gegangen bist, führt nicht mehr weiter. Einen ausgetretenen Weg? Falsch, wie schade. Weiß ich über Buddhas Lernen. Quahaha. Ja, da muss ich dem aber leider recht geben. Ich habe keine Ahnung. Möchtest du das Rätsel noch einmal hören? Dann lass dich einrichten. Der Weg, den du gegangen bist, führt nicht mehr weiter. Welchen Weg nimmst du für deine Rückkehr? Ein Wanderweg? Falsch. Wieso macht das ein Lernen? Okay. Ein Lernweg macht doch keinen Sinn. Das stimmt. Alle lebenden Wesen kehren zur Lehre zurück. Wop, wop, wop. Okay. Bah, das hätte jeder erraten können. Ja, habe ich auch. Aber ich sag dir, dass die nächste Frage viel, viel schwieriger sein wird. Ja, meine nächste Frage sollte das ein für alle Mal klären. Ich habe mich einen ganzen Monat lang mit dieser nächsten Frage beschäftigt. Das willst du nie im Leben. Der Stupa türmt weit oben auf einen grünen Hügel, wo die Geister mit Shiba feiern und nie den Boden berühren. Finde den Ort, in diesem Gedicht beschrieben wird. Mit den Sangaku-Perlen, die dort ruhen. Gehe
Gehehe. Er wird nie im Leben... Nee, Gehehe. Oder was soll das für ein was soll das sein? Er wird nie im Leben herausfinden, dass er die Lösung in einer Sackgasse in Shiba finden wird. Wah, du hast nichts gehört. Shiba Inu, sagst du? Nee, in Shiba. Ich wollte noch die Straße entlang gehen. Und mir ein paar Sachen holen und dann muss eh zurück. Für ein paar Sachen. Hier ist ein Tsuchigumo. Hallo, Tsuchigumo. Sieht sich wäschig aus, aber dein Rang ist höher, als ich gedacht hätte. Du bist aber nicht einer von diesen berühmten Göttern, an die Menschen sich noch erinnern, oder? Ach, kann nicht sein. Ich speichere mal. Einfach, weil ich das im Gefühl habe. Okay, dann nehmen wir die Sachen hier auf, weil das kann ich, glaube ich, gut gebrauchen. Musste man nicht gegen so einen komischen Vogel mal kämpfen? Also wortwörtlich ein Vogel? Komischer Dämon da draußen will Yatayus Eier essen. Das muss Wumma halten. Yatayu war dieser komische Vogel, von dem ich gerade erzählt habe. Komme ich nie im Leben hoch? Also auf die Betonplatte da. Da ist so ein roter, das weiß ich nicht, ob ich das bekämpfen will. Ich weiß nicht, ob ich das bekämpfen will und dann kämpfe ich dagegen. Habe ich so ein Zen? Hab gerade vergessen, ich glaube, der Schwäche war Zio. Nein, war es nicht. Machen wir einfach Warzahn. Okay, sie sind schwach gegen Zahn. War deine Schwäche Bufu? Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe jetzt auch keinen Zen dabei. Machen wir mal Ragi. Deine Schwäche war bestimmt nicht. Doch, deine Schwäche war Ragi. Wo war es nicht? Hammer. Ich gab aber physisch an. Mit einem Aramasa. Hier sind ja schwach gegen Zahn. Gegen Aramasan. Ich habe nur eine Runde, deswegen Hitzewelle, dann treffe ich beide, dann sind auch beide tot und dann passt das schon. Und der Feind ist erschienen. Was war deine Schwäche? Nur Agi. Deine Schwäche ist Sio. Greife ich dich an. Dann hauen wir den zu Klump. Hauen wir ihn zu Klump. Und Schluss. Glücksräucherstäbchen, Elektrospieler. Der nächste. Ich hab komplett vergessen, was wir hier gefunden haben. Ziehe auf die Azumis. Hat einer irgendwas gegen Zan? Dann würde ich Marfan einsetzen. Wenn ich alle so ein bisschen auf Google. Wie auf dich. Namara, außer du hast nicht irgendwas mit Agi. Du hast nichts mit Agi. Kann ich aber aus der Kugel. Gut. Okay, das Item hier haben wir auch genommen. Ich habe vergessen, oder vor lauter Gegner nicht mitbekommen. Ehrlich, seriously, fuck. Fuck my life. Wieso rede ich so viel Englisch gerade? So allgemein eben habe ich auch. Ich habe heute alles aufgenommen, was ich an Projekten habe. Ich habe zuerst Final Fantasy 7 Rebirth aufgenommen. Das heißt, heute ist mittlerweile, ja, mittlerweile 1 Uhr, halb 1, also halb 1 in der Nacht haben wir. Und, aber trotzdem, das zählt für mich noch an einen Tag. Ich habe Final Fantasy 7 Rebirth aufgenommen, dann Unicorn Overlord. Und jetzt nehme ich das hier auf. Also, heute bin ich fleißig. Oh, du bist nicht der Typ, der die Hitara besiegt hat. Du bist nicht der Typ? Ich bin Altvara, es freut mich, dich kennenzulernen. Du musst ziemlich stark sein. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was hat der... Kann ich das nochmal... Nein, kann ich leider nicht nochmal sehen. Auf diesem Berg, da ist ein Nest von einem riesigen Vogel. Ich möchte, dass du hochkletterst und mir eins deiner Eier bringst. Bitte, ich habe wirklich Lust auf Mega-Omelette. Und das ist mein absolutes Lieblingsessen. Das ultimative Omelette.
Oh, das würdest du wirklich für mich tun. Vielen, vielen Dank. Okay, ich zähle auf dich. Oh, eins sollte ich dir vielleicht sagen. Du sollst wirklich nicht von Yatayu erwischt werden, sonst kriegst du mächtig Ärger. Die Hydra hast du vielleicht besiegt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass du das Heil überstehst. Pass einfach auf, dass du nicht gesehen wirst, denn sonst ist alles aus. Ich glaube, ich habe den damals besiegt, den Yatayu, aber da habe ich auch auf Fleisch gespielt, also... Ja. Das Ding ist auch, dass... Argi, ne? Ja. Dass, wie gesagt, die... Dass die... Übersetzung nochmal komplett neu gemacht worden ist, was eigentlich was Feines ist, was aber doof ist, weil natürlich jeder, der das Original spielt, der sucht, also ich weiß, das Original ist nicht mehr im E-Shop vorhanden. Nochmal Marzahn, weil dann glaube ich beide und dann sind beide tot. Ist nicht mehr im E-Shop vorhanden, also kann man das gar nicht mehr spielen, aber wenn jemand zum Beispiel nach einer Quest sucht, kann er die gar nicht finden, wenn jemand die neue Version spielt, weil die ja alle einen anderen Namen haben. Beispiel, ich wusste noch, dass die mit Anahita die Quest Quelle reinen Wassers hieß im Original. Da ist meine neue Technik nicht. Kajama. Schuss auf den Fuß, Siegel. Patra, Hammer, Mudo. Ich könnte Zahn wegmachen. Aber dann wiederum komm, drauf geschissen. Und die hieß hier irgendwie anders. Ich kann gleich nochmal gucken, wie die Quest hieß. Wirkt jetzt hier nicht, ja. Wie gesagt, sieht es mit Zahn aus. Okay, dann kann ich einfach Marzahn einsetzen. Du haust den zu Klump. Du setzt dann mal Ragi ein. Und du haust dann drauf. Und der Sudama haut auch drauf. Und passt das schon. Ich guck noch mal, wie die Quest jetzt heißt. Mission. Der Dämon an der Quelle. Oder der Dämon der Quelle. Heißt sie jetzt, aber früher hieß es Quelle rein Wassers oder sowas. In der Richtung. Natürlich... Wenn man danach sucht, natürlich sucht danach keiner mehr, weil jeder, der das Original besitzt, für die Switch, ohne das Vengeance, der sucht natürlich nicht nach, komm mal auf den da drauf, gut. Hast du irgendwas mit Agi? Es kostet beides 12, deswegen kann ich auch ruhig mal Agi einsetzen. Okay, der nächste Gegner, der Feind ist erschienen. Urax, aber nur einer, zwei, war nur ein Zen. Das wollte ich sagen. Ja, möchte Zen nicht, deswegen hier. Was mögt ihr noch nicht? Nur Zen mögt ihr nicht. Habe ich leider nicht. Natürlich sucht jetzt keiner mehr nach den alten Begriffen. Weil jeder, der die alte Version hat, der wird es entweder durchgespielt haben oder wird es nicht mehr spielen. So wie ich. Ich spiele halt die Vengeance-Version und nicht die alte ohne Vengeance-Version, die es nur auf der Switch gab. Und die gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen, deswegen... Oh, kacke, ich hab verschissen. Bitte nicht sterben. Das wäre sehr nett. Danke. Ja. Die. Also, da braucht man sich eigentlich nicht so Gedanken zu machen, dass das nicht mehr dass das gesucht wird und man das nicht findet. Es ist eher so, dass die alten Let's Plays nicht mehr so gefunden werden, weil alle gucken, wer Buch der Schöpfung auf der Vengeance-Version spielt. Du guckst dich nicht die Switch-Version an, weil die ganzen Quests da anders hießen und. Also ich rede jetzt von Leuten, die jetzt nur wirklich ein Video mit einer bestimmten Quest suchen oder mit einem bestimmten Gegner oder so. So, gehen an Yatayu vorbei, auf Bewegung achten, überraschen, ja? Weil zum Beispiel
Wo war ich stehen geblieben? Ah, hier kann ich auch noch irgendwo hin. Halt keiner wird die alten Switch-Videos suchen, beziehungsweise finden, weil die, wie gesagt, Quests alle hier anders heißen. Wie zum Beispiel, wie gesagt, bei den reinen Wassers heißt hier der Dämon der Quelle und so weiter und so fort. Wir sind hier.